Jo, hallo Leute, was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum ersten Video zum großen Renegade Line Interview. Und ja Freunde, ihr seht's richtig, es ist der erste Part von diesem ganzen Interview Spezial. Es werden mehrere Parts werden, wie viele jetzt genau rauskommen werden, kann ich euch noch nicht verraten. Das Ding ist, dass jeder Part so circa 13 bis 14, 15 Minuten lang ist, genauso wie der Part. In dem Part beantworten wir die ersten Fragen, die auch als erstes unter dem Video gestellt wurden. Und so arbeiten wir uns quasi vor, dass wir erst die ältesten Fragen nehmen und dann immer weiter nach oben gehen und dann halt die neuesten zum Schluss beantworten. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken für diese zahlreichen Fragen. Es ist einfach unglaublich, wie viele Fragen gekommen sind. Für die Leute, die erstens wenig Zeit haben oder zweitens keine Lust haben, sich jetzt alle Parts sich anhören zu müssen, um zu wissen, welche Frage jetzt wann von ihnen beantwortet wurde. Für die habe ich es jetzt so gemacht, dass ihr, wenn ihr in die Beschreibung reingeht, seht ihr weiter unten einen Bereich, wo ich erstens die Fragen, die in diesem Video drankommen, aufgelistet habe und zweitens dann noch eine Zeit reingepackt habe. Das heißt, ihr klickt da einfach auf die Zeit drauf und springt dann automatisch in dem Video zu der Frage, die euch interessiert. Das heißt, so erspart ihr euch ein bisschen Zeit und hört wirklich nur das, was ihr hören möchtet. Ich kann es verstehen, also es ist unglaublich viel Aufnahmezeit, die draufgegangen ist. Ich kann verstehen, dass jetzt viele Leute keine Lust haben, sich da irgendwie 5 Stunden das Interview reinzupfeifen. Für die Leute, die trotzdem Bock drauf haben, freut es mich. Die können das ganz gewohnt machen. Für die Leute oder auch generell für alle habe ich eine Playlist noch angelegt, wo dann nach und nach die einzelnen Interviewparts hochgeladen werden, wo die dann ganz einfach angeklickt werden und so kann man in einem Durchlauf alle Interviews sich anschauen, sich die spannendsten Fragen rauspicken und die Antworten dazu erfahrt ihr dann in den Videos. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite her. Wir fangen jetzt an mit den ersten Fragen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, dass eure Fragen beantwortet werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in den nächsten Videos sehen. Bis dahin, macht es gut und ciao. Jo, hallo Leute, was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum ja, großen Renegade Line Interview Video mit dem Crisco. Und du darfst dich sehr gerne mal vorstellen, was du denn so Schönes machst bei Renegade Line. Genau, und, also genau, ich bin Crisco oder auch Chris. Genau, ich bin der, also einer der Gründer. Wir haben ja 3 Gründer, die das ganze Projekt leiten und auch ja, gegründet haben. Und bin da im Marketing zuständig. Also alles, was so, ja, ich sag mal, Community umfasst, irgendwelche Arbeiten am Spiel auch und Verschiedenstes. Also ich habe ja auch schon mal ein Interview, praktisch, das kann man auch auf der Seite finden, da sieht man auch nochmal so ganz detailliert, was ich mache. Also es sind sehr verschiedene Sachen, also, aber ich sag mal, grundtechnisch ist das halt das Marketing, worum ich mich dann kümmere. Ja, nicht schlecht. Also coole Sache auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mal an und zwar Fragen gab es ohne Ende, also echt Wahnsinn, vielen Dank erstmal dafür. Fangen wir mal an mit der ersten Frage und zwar schreibt hier der JustInSan, wann kommt endlich die Pre-Alpha oder ab wann kann man das Spiel spielen? Und genau. Ja. genau, also die Pre-Alpha, genau, wir haben ja schon mal, damals hatten wir glaube ich mal angekündigt, dass wir ein Release-Datum irgendwie zur Hälfte des Jahres bekannt geben wollten, also vor ungefähr 6 Monaten, haben dann aber gemerkt, dass wir kein Release-Datum herausgeben können, wo wir nicht wirklich dahinter stehen können und sagen können, okay, das Release-Datum, da wird jetzt Renegade Line wirklich released. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt praktisch ein Release-Datum rausgeben würden, dann können halt so 2 Sachen passieren und ich sag mal, die eine würde eher in Kraft treten. Die erste Option, die halt in Kraft treten würde wahrscheinlich, wäre, dass wir halt, es ist unser erstes Spiel, was wir halt zusammen entwickeln und wir wissen halt nicht, wie lange es halt wirklich noch dauert. Das ist schwer abzuschätzen. Wer das vielleicht ein bisschen genauer mitverfolgt hat, weiß, dass alle Leute bei uns umsonst arbeiten. Da kann es natürlich auch mal sein, dass vielleicht irgendwie eine Person abspringt und dann muss man wieder dafür neue Leute suchen oder dass man vielleicht irgendwelche, weiß ich was, Fehler hat, wo man jetzt nicht genau weiterkommt und das kann sich dann natürlich immer teilweise so um ein paar Wochen oder so verschieben. Das heißt, da können wir nicht genau sagen, wann es rauskommt. Und wenn wir jetzt ein Release-Datum herausgeben würden und das nicht einhalten könnten, dann würden halt alle fragen,
warum habt ihr uns denn Release-Datum gegeben, wenn ihr es nicht einhalten könnt? Ja, klar, logisch. Und das wäre halt so der erste Punkt, warum wir das wollen, jetzt erstmal vermeiden wollen. Und der zweite Punkt wäre halt, was wir halt nicht machen würden, das Release-Datum dann einzuhalten. Aber dann würdet ihr halt eine Version bekommen, die ja praktisch wahrscheinlich total verbuggt wäre und nicht den Umfang hätte, was so ein Spiel halt braucht an Umfang. Und dann würden das wahrscheinlich alle kurz spielen für 2-3 Wochen, würden sagen, ja, das Spiel ist scheiße, warum habt ihr es schon rausgebracht? Und dann hätte sich das alles nicht gelohnt. Darum probieren wir uns dann momentan zurückzuhalten und halt zu sagen, also wir haben ja schon grob gesagt, okay, 2016 peilen wir an, dass es rauskommt. Ist aber sehr grob, also. Ja, klar. Schon mal für die Leute, weil es haben ja auch schon ganz viele geschrieben, ja, dann kommt es ja vielleicht auch mal 2021 raus oder so. Keine Ahnung, also wie gesagt, 2016 kommt es schon definitiv raus, aber das ist halt die Frage, wann. Und das werden wir natürlich dann auch noch bekannt geben im Jahr 2016, und das hängt auch von der Kickstarter-Kampagne ab, aber dazu, ich weiß nicht, ob das noch in den Kommentaren... Da kommen wir, ja, genau. Also da gab es auch diverse Fragen zu diesen ganzen Finanzierungsprojekten und so, da kommen wir später noch drauf. Okay, aber ist, glaube ich, auch verständlich, aber jetzt die Pre-Alpha, also die erste wirkliche spielbare Version, gibt es da nicht irgendwie schon so ganz grob, also irgendwie einen Zeitraum, wo du sagst, okay, da könnte es gut möglich sein? Also ich weiß nicht, viele schreiben ja jetzt Anfang nächsten Jahres schon, also Anfang 2016. Ich persönlich finde das ein bisschen früh, ich weiß nicht. Kannst du das irgendwie ein bisschen eingrenzen oder sagst du, nee, lieber nicht? Also ich schließe das erste Quartal mal komplett aus. Danach ist alles möglich, ab dann kann es praktisch, könnte es sein, dass wir schon die erste spielbare Version rausbringen. Momentan ist so der Plan, aber das kann sich auch noch ändern, da wissen wir auch noch nicht genau Bescheid, wie wir es machen wollen. Momentan ist der Plan, dass wir wahrscheinlich Pre-Alpha-Wochenenden machen wollen. Also erstmal praktisch kann man dann immer ein Wochenende spielen, dann vielleicht 2 Wochen nicht mehr und dann ist wieder ein Spieltest so. Und, ach cool, coole Idee. Und also, da halt, genau, um dann halt einfach zwei Tage halt am Wochenende können die Leute spielen und dann geben die uns halt Feedback. Dann kommunizieren wir mit denen und sagen halt, okay, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was habt ihr für Bugs gefunden und so weiter. Und dass wir da einfach das schon mal so machen, dass sie halt immer schon ein bisschen spielen können, aber halt immer begrenzt. Und sowas in die Richtung hatten wir angedacht. Und genau dann praktisch bis zum Release, wo alle dann spielen können oder wo es halt nicht mehr ein Wochenende ist, sondern wirklich mehrere Wochen am Stück oder halt komplett, dass es komplett freigeschaltet wird. Wie gesagt, das kann ich halt leider nicht sagen. Ich würde es auch wirklich gerne sagen, weil dann würden wahrscheinlich 50% der Fragen wegfallen, weil es sind halt echt viele Fragen in diesem Gebiet oder in diese Richtung halt. Ja, ist echt Wahnsinn. Naja, kommen wir dann erstmal wieder weg von diesem, ja, wann kommt das Spiel überhaupt raus? Und zwar schreibt als nächstes der oder die fertig. Und dann so komische Schriftzeichen. Wie groß werden die Maps? Also ist ja eine Frage, die habe ich ehrlich gesagt noch von keinem gehört. Aber jetzt so in den ersten Screenshots und so hat man ja teilweise schon gesehen, ja, könnten relativ groß werden, die ganzen Karten. Was hast du dazu oder gibt es da irgendwie Info schon? Klar, also wir haben momentan den Plan, die Maps für ein perfektes 8 vs. 8 auszulegen. Die erste, die man jetzt so gesehen hat, also nochmal so für alle Leute, die sich die Screenshots ansehen und sagen, ja, das ist ja total leer alles, also das ist halt alles noch, wie gesagt, Pre-Alpha oder vor noch Pre-Alpha wahrscheinlich und es fehlen noch ganz viele Objekte. Das wird natürlich alles viel, viel dichter sein, mehr Bäume, mehr Häuser, irgendwelche Assets, die da drauf platziert werden, irgendwelche Props, also zum Beispiel Laternen, irgendwelche Zäune und so weiter, wie man es vielleicht schon auch in einem Screenshot gesehen hat oder so. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal irgendwie einen Screenshot noch rausgehauen hatten. Der letzte Screenshot war ja, glaube ich, da konnte man ja noch sehen, dass da jetzt ein bisschen mehr auf der Map schon platziert war. Ja, genau. Und genau, also
An sich, momentan, die erste Map ist auch nicht für Vehicles ausgelegt. Wir wollen da wirklich natürlich Maps haben, wo man wo man mit Vehicles drauf spielt. Also sprich Auto, Motorrad, irgendwie Ach cool. Panzer oder so weiter. Motorrad auch, oder was? Das haben wir momentan auch ja, aufgeschrieben als Fahrzeuge, die wir gerne als Fahrzeug, das wir gerne umsetzen möchten Ach und im cool, Spiel, coole genau. Idee, ja. Und Schlecht. ja, also wie gesagt, die erste Map. Denke ich mal, ja, perfektes 8 vs. 8, also nicht zu groß, aber halt auch nicht zu klein, dass man jetzt irgendwie, weiß ich, was spawnt und dann ist man schon irgendwie fast in der gegnerischen Base oder so. Also, da werden wir schon, oder wer halt die Map-Größe sieht, ja, es ist halt, sag mal, in normalem Umfang und die Vehicle-Maps werden natürlich größer, weil macht ja wenig Sinn, wenn du mit einem Flugzeug irgendwie, weiß ich was, 10 oder 15 Sekunden in die gleiche Richtung fliegen kannst und dann musst du wieder umdrehen. Also, die Na werden natürlich klar. dann größer, ne? Na, macht Sinn. Nee, aber cool. Nicht schlecht. Also Motorrad finde ich interessant, weil Battlefield Heroes hatte meines Wissens vor ein paar Jahren mal so einen Wettbewerb sogar gemacht, wo die Community so verschiedene Ideen, wie ein Motorrad aussehen könnte in BFA, zeichnen sollten, aber irgendwie wurde da auch nichts mehr umgesetzt. Wahrscheinlich haben sie sich mit dem Geld schon abgesetzt in der Karibik oder wer weiß wo. Aber wer weiß. Ja, dann als nächstes schreibt Melodic Ryzen, gibt es dort wieder goldene Waffen? Bestimmt. Also, wir haben ja geplant, Waffenskins für die Waffen rauszubringen. Das heißt, man kann ja sich verschiedene, ja, ich sag mal, wie kann man das nennen? Halt, ja, Waffenskins, also verschiedene Farben haben denn die Waffen oder irgendwelche verschiedenen Muster und die kann man sich dann auf die Waffen raufziehen. Und da wird es natürlich auch verschiedene seltene Items geben. Also jetzt zum Beispiel, weiß ich was, wenn die Waffe jetzt nur stumpf schwarz ist oder so oder grau, wird das natürlich, und das ist ein Waffenskin, dann wird er natürlich nicht so selten sein wie zum Beispiel eine goldene Waffe. Wie wir das jetzt rausbringen, also vielleicht zu irgendwelchen Events oder ob wir das so als Skin rausbringen oder dass man die Waffe jetzt leveln kann und dann den Skin freigeschaltet hat. Da sind wir momentan noch am Diskutieren, was da die beste Möglichkeit ist. Aber ich denke mal, dass es auf jeden Fall einen Skin geben wird, der die Waffe ja in so einem Goldton praktisch dann aussehen lässt. Ja, geile Sache. Er wird dann wieder gepaid, wenn es so ähnlich läuft wie bei Battlefield Heroes, aber sind wir mal gespannt, wie ihr euch da einigt dann mit den Skins. Ja, nicht schlecht. Und mit den Support-Fähigkeiten schreibt er dann auch noch, ob es da überhaupt welche gibt. Also wahrscheinlich jetzt bei den Helden irgendwie, zum Beispiel wie damals beim Soldier, diese, wie heißt sie, Medikit, nee, wie heißen die Scheiß? Fähigkeit da, dieses Heilen, weiß schon, vom Soldier. Gibt's sowas dann auch in Renegade Line oder ist es geplant? Ja, also wie gesagt, so eine Art von, also Medic, wo man jetzt Leute heilen kann mit, das haben wir geplant. Und da werden auf jeden Fall mehrere Support-Fähigkeiten vertreten sein. Was ich glaube ich auch schon sagen kann, dass momentan, wie der Plan steht, dass es auch geplant ist, dass man Fähigkeiten dodgen kann. Also dodgen, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, dass man denen praktisch ausweichen kann oder praktisch die, ja, ist jetzt schwer zu erklären, ich müsste die Fähigkeit dafür erklären, aber du kannst praktisch Ja, komm, die hau raus. Fähigkeit, du kannst praktisch die Fähigkeit des anderen damit umgehen, wenn du deine Fähigkeit, die du hast, richtig einsetzt. Und darauf haben wir die Fähigkeiten auch teilweise ausgelegt. Das würde natürlich, oder das erfordert natürlich auch ein bisschen Skill dann, die halt im perfekten Moment einzusetzen. Aber genau, also jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also es wird auf jeden Fall Support-Fähigkeiten geben. Also wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass es momentan so geplant ist und das wollen wir halt auch so umsetzen, dass es begrenzte Munition gibt. Es gibt begrenzte Munition und da ist es halt auch so, dass es ja vielleicht eine Fähigkeit geben könnte, wo man ja praktisch sich selber und anderen Leuten Munition wiedergeben kann, was meiner Meinung nach auch wieder zum Teamplay bei ja, dem Teamplay dann hilft, dass man da einfach Ja, zusammen natürlich. mehr zusammenspielt dann, ne? Campt halt auch keiner in der Ecke und schimmelt da rum, weil halt die Genau. Munition auch irgendwann mal alle ist. Aber da kommen wir auch noch später drauf. Also die Frage wurde auch gestellt. Dann gibt es noch die Frage zur Daily Claw, ob es die auch wieder geben wird bei Renegade Line.
Ich weiß nicht, gab ja viele Fans und auch viele Gegner von der Daily Clone Battlefield Heroes. Ja. Also, was ich nochmal generell sagen möchte, wegen Daily Claw und so weiter. Also, Renegade Line, also klar, Renegade Line wird halt kein Battlefield Heroes 2 oder kein Battlefield Heroes Klon. Und Das wusste ja. ich jetzt nicht, also wie? Nicht, oder? Nee, ja, ist ja irgendwie auch klar, oder? Also. Ja, also, wie gesagt, ich wollte es nochmal gesagt haben, weil das halt, weil natürlich auch viele, klar, ne, es ist ein Spiel, was inspiriert davon ist, so, das können wir nicht verleugnen, das ist halt einfach so. Aber trotzdem, wie gesagt, Daily Claw wahrscheinlich erstmal nicht. Wir haben da, oder ich sag mal, wir haben ja schon Ideen, ein paar gesammelt, was man so noch bringen könnte. Aber sowas war jetzt erstmal nicht geplant und sowas kommt dann wahrscheinlich erst später so. Ja. Ja, und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für den Teil. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank für die, ja, für die Antworten und die Infos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Teil einfach wieder in gewohnter Frische. Und ja, bis dann. Jo, bis dann.